gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des Fanmerch. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Knallhart durchgenommen. Final Fantasy VII Remake, Deutschlands weltbester Let's Player der Welt, Etienne Gade aus Deutschland begrüßt euch zu diesem fantastischen Let's Play. Ich muss hier noch ein bisschen mit der Kamera rumjuckeln. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Wie geht es mir? Danke der Nachfrage. Let's go. Direkt ins Spiel, weil wir schon ein bisschen Zeit verplempert haben wegen technischen Issues. Und ich habe einfach Bock, weiterzuspielen, denn es fing ja, also beziehungsweise es hörte ja dann doch relativ abrupt auf beim letzten Mal. Und das Mic so ein bisschen ranholen. Wir hatten ja diesen Mega-Kampf gegen zwei von den Turks und dann sind wir mal wieder abgestürzt und sind jetzt mal wieder alleine, getrennt von der Gang. Und dann machen wir jetzt weiter. Ah, da sind ja alle. Da ist Tifa. Zusammen. Eins, zwei. Ländchen. Ländchen. Mädchen! Marlene! Brix! Wedge! Jesse! Du Scheiß! Scheiße! Ja! 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 Verdammt! Marlene! Aber Marlene war doch mit Aerith. Aerith. Aerys. Wissen wir noch gar nicht, ob da... Weiß er doch gar nicht. Barrett. Marlene geht's gut. Was? Das sagst du jetzt? Aerys. Das Mädchen, das sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey! Wo willst du hin?
Ah, so. Barrett, ja? Yeah. Ah, gut. Folgendes, Leute, ich habe schon mal natürlich in weiser Voraussicht, habe ich schon mal die Punkte verteilt für Barrett. Nur falls ihr euch fragt, seht ihr hier, habe ich seine Waffen schon geupgradet, habe ihn allerdings noch nicht ausgestattet wieder mit Materia. Hier sehen wir übrigens auch Schockschuss zweimal noch anzuwenden, deshalb equippe ich natürlich erstmal die Waffe, dann habe ich den nämlich safe. Der hat mir nämlich doch ein bisschen gefehlt in den letzten Gefechten, die ich natürlich bravourös gemeistert habe, obwohl ich Barrett gar nicht ausgerüstet und gelevelt hatte, aber na gut. There is no excuse for skill. So, also wir nehmen hier, zack, und dann können wir da auch mal was reinballern. So, Chakra ist natürlich völliger Quatsch, aber wir gucken mal. Haben ihn ja lang nicht mehr in der Truppe gehabt. Vielleicht haben wir hier sogar was Verbundenes. Was ist das nochmal? Widerstand? Ach ja, das ist das. Magische Verkettung. Ja, warum denn nicht? Komm, hauen wir einfach mal rein. Magische Verkettung und dann ballern wir da Gewitter rein. Und hier könnten wir zum Beispiel mal Toxin reinmachen. Why not? Why not? So, hier haben wir übrigens den Schokomoppel, den wir auch noch nie im Action gesehen haben. Und eins haben wir sogar noch. Haben wir hier vielleicht noch eine Heilmöglichkeit, die sich auch lohnt. Ausweich, Rundumschlag, Auto, Vita, komm. So. Erstmal was reinballern. Wir können immer noch justieren, wenn es nötig ist. Wo komme ich denn jetzt her? Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Da kam ich her. Das war die Steintür. Alles klar. Hier geht es lang. So. Wie konnte das nur passieren? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Was sollen wir nur machen? Also die Leute hier von Midgar, die müssen echt einiges ertragen. Im Prinzip von der ersten Minute des Spiels bis jetzt passiert denen nur Scheiße. Trotzdem jede Ecke schöner als Offenbach. Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aeris Haus in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid. Lie to me. Liegen vollkommen blank. Lüg mich an. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Sie sind sehr jung. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Ich bin dieser Planet. Und wieder warst du zu schwach. Oh, die Musik. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter.
So. Wir sind wieder beim Wall Market angekommen. Huch. Hier ist doch irgendwo was da. Er wieder. Die Chocobos sind so verängstigt, dass sie sich nicht bewegen. Wir haben geschlossen. Hier ist Ashton Kutcher. Was hier? Was war's? Schleichen wir vorbei. Wo? Ach so. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Ich kann mich wirklich nicht mehr. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Woher weiß denn Barrett jetzt den Weg? Das ist Anjan. Hast du die Person gefunden, die du gesucht hast? Ja, dank dir. Gut. Dann verliere sie nicht noch einmal. Aber nicht einmal unser gepfändetes Haus. Ich muss mich auf die Show vorbereiten. True. Da ist was? Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Waffen zum Beispiel. Megatrank 700. Ja, immer noch nicht richtig viel Kohle. Herzlichen Dank. Okay. Vielleicht noch kurz eine Handmassage. Kommt, Leute. Für Handmassage ist immer Zeit. Oh, hier ist scheinbar nichts. Mein Backtracking wird mal wieder nicht gebührend belohnt. Die Neugier, der Forscherdrang. Nichts. Ach, leck mich doch. Da steht sie ja. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davon gekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Wir müssen mehr herausfinden. Ja, du kannst mich gerne mal untersuchen. Informationen sind immer gut, wenn man was rausfinden will. Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe. Jesse, paint the picture. Where I used to be. Aha! Sternenanhänger. Das war doch der, der nochmal. Oder habe ich den noch gar nicht? Zustand während des Kampfes. Giftschutz, okay. Ja. Well. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Das ist korrekt. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme. Erinnert ihr euch, als im Eimer... Soll ich da jetzt mal das abchecken? Eingestürzter Ach komm, einmal kurz mal checken. Okay. Das ist wie jedes Mal. Wenn ich mal kurz was ausprobieren will, sagt mir das Spiel: Mann, halt's Maul und bleib auf dem Pfad, du Opfer! Es gibt dir nichts zu entdecken, gehen Sie bitte weiter!
Was willst du denn noch? Du hast ja schon beim Endboss ein Item gestohlen. Jetzt halt doch mal die Schnauze, Mädchen. Mann, Mann, Mann. Kauf dir einen Supertrank und halt die Fresse. Immer da abweichen vom Hauptweg. Was glaubst du denn, was du da findest? Ist Drachenschwert plus 5 oder was? Wir haben nicht mal Drachen in dem Scheißspiel. Kleiner Spaß, Leute. Nicht gleich wieder aufregen. Späßken. Späßken. Oh. Die stehen immer noch hier? Ach so, hier ist ja der Fernseher. Okay, das macht total Sinn. Aber wo ist der Fernseher? Wo ist denn der? Da. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Ja, deshalb gibt mir die Sachen besonders günstig. Oh, den Gotik-Armreif. Hm. Der ist nicht so schlecht, Leute. Plattenschutzarm, der ist doch neu. Und Armreif des Magiers. Ein mit Materia besetzter Armreif, der vor Magie schützt. Uiuiui. Ja, das ist natürlich die Frage. Guck mal. Erstens mal sehr teuer. Ein Armreif, der auf vielfältigen Gebrauch Materia ausgelegt ist. Gehst du eher auf... Ja, das ist quasi das Äquivalent physischer Schaden, magischer Schaden. Und hier, der Gotik ist 66. Guck mal. 66 und Gotik ist quasi dann die Variante, die das relativ ausgleicht. Und eigentlich müsste den jeder haben. Wenn ich jetzt aber noch 3 kaufe, dann habe ich fast keine Kohle mehr. Kann man eigentlich auch Sachen verkaufen? Glaub nicht, ne? Hm. Doch, hier, verkaufen. Was habe ich denn im Angebot, was überhaupt was wert ist? KI-Kerne. Die kann ich auf jeden Fall verkaufen, glaube ich. Dafür sind die nämlich da. Krabummel. Das ist irgendein... Ja, wieso habe ich die eigentlich gekauft? Bumbumchen. Ich habe Explosionsplüschtiere habe ich gekauft. Den Shit kann ich auf jeden Fall verkaufen, oder? Theoretisch. Leute, was geht denn ab, Alter? Seid ihr noch da oder was? Habe ich jetzt noch die letzten 10 Zuschauer auch noch verloren, ey. Oh Mann, ey. Ich weiß auch nicht, hier ist technisch abpack. Ihr habt es ja gesehen, es läuft die ganze Zeit rund und von einer auf diese andere Sekunde weg. Und keiner weiß warum. Also nochmal Rechner neu booten, dauert immer ein paar Minuten. Dann muss der Werbeloop erst zu Ende gespielt werden. So ist es halt. Bringt nichts, sich abzufacken, einfach weitermachen. Wir versuchen unser Bestes in diesen schweren, schweren Zeiten. Rocket Beans ist eigentlich nicht dafür gebaut, dass jeder von zu Hause aus streamt und das alles in eine Regie läuft. Das haben wir jetzt so umgebaut, aber wir sind halt doch ein kleiner Sender, ne? Aber es klappt doch eigentlich ganz gut. Lasst uns positiv bleiben und zurück ins Spiel gehen. Ich habe Folgendes gemacht bislang. Ich habe ein bisschen Sachen verkauft, habe jetzt 18.000 Money und deshalb kann ich mir jetzt auch 3 Gotik-Armreifen kaufen.
Und ihr habt überhaupt nichts verpasst übrigens. Die Welt wird immer gefährlicher. Und jetzt können erstmal alle... Ups. Jeder braucht eine gute Waffe. Jetzt können wir alle mit den Armreifen ausstatten. Die sind nicht wirklich viel besser, die Gotik-Dinger. Freue ich mich sogar ein bisschen, dass jetzt jeder ein Ding kriegt hier. Magisches Zahnrad. Obwohl das magische Zahnrad, was war denn das nochmal? Ja, lädt die Limitleiste auf. Ach, Bullshit. Achso, das ist ja auch gar nicht das, worüber wir reden. Wo ist denn hier? Zack. So, jetzt habe ich auch nochmal ein bisschen Materia zum Verteilen für alle. Guck mal hier. Barrett zum Beispiel noch 2, Tiefer noch 1. Kriegt Glut. Aerith kriegt. Frost. Und Barrett kriegt. Was hat er denn überhaupt? Gewittertoxin. Doch. Kriegt auch noch. Was haben wir denn hier noch? Das ist alles Schrott. Ja, komm. Glücksboost, why not? Und. Meister der Gegenstände, ist auch egal. So, scheiß drauf. Und weiter geht's. Zum Waisenhaus. Er steht da wie der Typ, von dem ich heute Morgen bei Moin Moin erzählt habe. Ohne Scheiß. Er ist exakt der gleiche Typ. Er ist der Typ mit den Cowboy-Stiefeln auf dem Gehweg, von dem ich heute Moin Moin. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt das Moin Moin. Er ist original. Da ist er. Du, gib mir das Schwert. Lass mich den hauen. Gib mir den Barhocker. Der Sheriff. Da ist er. Guck's dir an. Manspreading. Mir gehört der Bürgersteig. Da ist er, ey. Das ist unfassbar. So, wir wollen ja ins Haus von Eris. Da ist jetzt wahrscheinlich so der Kopf aufgespießt von Marlene. Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Nee. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Das wäre so lustig, wenn er jetzt so mit der... Wollen wir auch hoch? Mit der Gatling-Gun vor Freude in die Luft ballt. Und dann kommen so die Bluttropfen. Naja, es ist egal. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Niemand wird hier aufgeweckt. Es gibt hier keinen Grund, rumzustressen. Ich nehme nur diesen Kürbis mit. Und diesen Topf. Und das Handtuch. Okay, das Spiel ist beendet, weil Tifa mich nicht aus der Küche lässt. Okay, Leute, was ist denn hier los, Alter, eigentlich? Was soll ich denn jetzt hier machen? Am besten, ihr geht auch nach oben. Ich denke, du hast gerade gesagt, wir sollen niemanden wecken. Kannst du dich jetzt auch mal entscheiden? Die hasst uns einfach, die Mutter von der Aerith. Und sie weiß auch, warum. Sie weiß, warum. Marlene, ein Glück. Du lebst.
Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Das ist richtig. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Sie sah gar nicht so alt aus eigentlich. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. So. Aber mich immer anmachen. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Was? Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ach. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Deine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh, Jaha! Nein, geh weg!
Chris, du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Eris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Eris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Eris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Eris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Eris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Eris Mutter könnte recht haben. Dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Okay, da bin ich mal ein bisschen still gewesen, dass wir diese sehr schöne emotionale Episode mal ganz genießen konnten. Interessant, ich erinnere mich ja wie gesagt fast an nichts mehr von damals, aber war das auch so, dass Aerith freiwillig mitgegangen ist mit Shinra? Ich weiß nicht mehr. Und war ich hier schon mal auf dem Dachboden? Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen. Ist nichts. Erinnert ihr euch noch an das dumme Minispiel? Nichts berühren, während man hier langläuft? Das Lustige ist, ich krieg durch Final Fantasy VII Remake tatsächlich Bock, nochmal Final Fantasy VII zu spielen. Macht mir keinen unnötigen Ärger. Vor allem, das ist ja so ein bisschen wie Game of Thrones. Allerdings, erinnert ihr euch noch, als Game of Thrones anfing, aber es waren schon 4 Bände raus und wir waren erst in Staffel 2 bei der Serie. Und dann konnte man sozusagen, wenn man es nicht eh schon kannte, in den Büchern vorlesen. So ist es auch ein bisschen hier. Für alle, die jetzt irgendwie Final Fantasy Remake zum ersten Mal spielen. Und die dann irgendwie Bock haben zu wissen, wie die Story weitergeht. Die zocken dann vielleicht einfach das normale Final Fantasy. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Weiß ich von Eris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Mein Herz schlägt noch ganz schnell. Okay, wo müssen wir denn lang? Rechts. Das ist der absolut dümmste Weg. Ha, warte mal.
wo ich gerade hier bin, kann ich mal zu den Boys gehen und zu Chatley. Chatley and the Boys, das klingt auch wie so eine... Dann kann ich erstmal auf die Bank, wobei ich habe eh voll Energie, aber ist ja wurscht. Crisis Core habe ich tatsächlich auch nie gespielt. Hallo Cloud. Hey Chatley. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Oh, guck hier. ATB Schock. Das Versetzen eines Gegners in Schockzustand lädt die ATB-Leiste auf. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Guck mal hier, gibt's schon wieder was Abgeschlossenes. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Sag mal, diesmal? Feindeskönnen. Gewährt die Chance auf Erlernen gegnerischer Techniken, die erlitten werden. Die Techniken können nur angewandt werden. Okay, das ist geil. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich klaue eine Technik von einem Gegner und die ist dann in dieser Materie gespeichert, aber auch nur diese eine? Oder wie? Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. So, guck mal, ich kann jetzt nochmal gegen Shiva battlen. Ich würde das gerne mal machen und versuchen, Shiva auf 200 Schockzustand zu kriegen. Soll ich das mal machen, Boys? Komm, da hat eh nichts zu tun. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. So, probieren wir es mal. Was hatte sie nochmal? Feuerresistenz. Nicht Resistenz, Schwäche. Nee, tiefer will ich. So. So, dann brauchen wir natürlich Sachen, die sie in Schockzustand bringen. Aber wer hat hier überhaupt was? Eigentlich nur tiefer. Eieiei. Ach so, dann habe ich natürlich noch von Cloud Impulshieb. Müsste eigentlich auch ein bisschen Schockzustand machen, da sehen wir es. Kann er gleich nochmal machen? Nee, kann er nicht. Hat Barrett auch irgendwas Brauchbares? Wahrscheinlich nicht, ne? Wieso kann er denn gar nichts? Ach so, der hat noch nicht mal einen Balken voll. So, mal gucken, was Barrett hat. Okay. Tiefer es ist.
wurden schon angedeutet. Da geht noch was. Du bist am Zug. So, Schockschuss gelernt, das ist schon mal gut. So, Tifa macht noch einmal Feuer. Dann müsste das doch mal langsam hier für einen Schockzustand reichen. Weit ist sie nicht mehr. Oh, der ging daneben. Hat sie denn... Eieieiei, okay, Cloud. Oh, immer reingedonkt. Entfesselung zweimal machen vor dem Schock. Mache ich jetzt schon mal. Tiefer will ich. Ah, jetzt habe ich es natürlich genau entladen, ich Trottel. Egal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ist Schock nicht da. Sieht man mal, wie ungeübt ich mit Tiefer bin. So, jetzt mache ich mit Tifa noch einmal Feuer. Das müsste doch eigentlich reichen dann für den Schock. Jetzt. Yes. 210, nice. 215. 220. Geil. Okay. Mega. Jetzt können wir sie platt machen. Kann ich eigentlich was stehlen bei der Ollen? Nee. Beschwören? Achso, brauche ich noch mehr. Barrett. Und jetzt holen wir mal Schokomoppel. Das wird ein Spaß. Und Limit Break von Tifa auch am Stissel. Schokomoppel! Eieiei, huch. Ich zieh mich zurück. Zieh dich zurück. So wird das nicht. Alter.
sehr bedauerlich. Wieso ging das denn jetzt so schnell? Wächst du sicher über dich hinaus. Aber es hat geklappt. Lol. Fail und Win in einem. Da ist Uke Nagashi. Eine Fertigkeit, mit der ein Angriff abgewehrt wird und der Gegner im Anschluss ohne Verzögerung angegriffen werden kann. Wird aktiviert, wenn während des Ausweichens R1 gehalten wird. Moment. Das ist gar nicht so geil, oder? Ja. Okay, ich habe natürlich mit der auch ein bisschen rumgetäut, ein bisschen Quatsch gemacht. Hätte natürlich nicht Schokomoppel genommen, sondern Ifrit. Aber darum ging es ja jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich nur diese 200. Noch was Neues? Nee. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Gucken wir mal gerade Kampfberichte an. Also einmal noch Vision Limit muss ich machen, dann kriege ich da was Neues. Mechanismen des Fertigkeitenerwerbs. Für den Erwerbsspieler ist eine genaue Analyse des Prozesses, als möchte sein, neue Kampfunterstützmaterie zu entwickeln. Die Waffenfertigkeiten aller 16 Waffen erlernen. Okay. Das ist natürlich gerade schwierig. 10 Arten einer Subspezies besiegen. Mhm. Würde ich im Prinzip sagen, das passiert auch mehr oder weniger normal. Also automatisch. Ja, keine Ahnung, Leute. Soll ich hier nochmal leveln jetzt ein bisschen oder was? Oder einfach weiter in der Story? Ich weiß es nicht, ob das überhaupt was bringt. Es ist ja die einzige Möglichkeit, wo ich gerade ein bisschen grinden kann, aber es ist natürlich auch ein bisschen lame eigentlich so für euch wahrscheinlich, ne? Jetzt hier einen Kampf zum 10. Mal zu machen. Denn hier? Da. Hier fehlen zwei Leute. Hm. Ja, ich weiß. Glaube ich auch nicht so viel. Erstmal gehen wir hier zu den Kids. Wo waren die Kids? Da waren sie doch. Hier ist es doch direkt gegenüber gewesen. Hier. Ach, geht nicht oder was? Nee, ist zu, Leute. Nur abgeschlossen. Wo gebe ich denn meine Mokri-Medaillen dann jetzt ab? Interessant. War hier irgendwas falsch? Nee, dann wäre ja auch hier so ein Symbol auf dem Boden. Geht nicht mehr. Hm. Gegenstände gibt es nur für Gil. Fair enough. Gut, gehen wir mal weiter. Vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war?
Da drüben. Was? Hier? Muss ich jetzt wieder diese Greifarm-Geschichte machen? Please don't. Ist das neue Gegner? Tatsächlich muss ich das wieder machen, ey. Oder nicht? Ach nee, die Leitern sind ja noch unten. Genau, genau. Ich muss das gar nicht machen. Eine Sackgasse. Mist. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Alright. Den habe ich noch nicht erforscht. Taifa? Hat er gerade Taifa gesagt? Was zur Hölle? Wie viele sind es denn? Dürfte ich mich jetzt mal bewegen? Alter! Keine taktischen Feindtechniken erlernbar. Ach ja, da könnten wir das ja mal ausprobieren. Bevor ich die töte. Ich weiß nicht, ob da nochmal welche kommen. Ladezeiten. So, zum Beispiel könnte ja Barrett das mal machen. Und statt dem Glücksboost zum Beispiel einfach mal. Wo ist das Ding? Feindes können. Wenn es schon da steht. Okay.
Übernimm du. Hier kommt Barret. Hab schon Vorarbeit gelassen. Ich muss noch mal analysieren, offensichtlich. Ich zähl auf dich. Zieh dich zurück. Mal los. So, und jetzt könnte Barret das doch mal probieren. Nee. Wie denn? Hä? Wo ist denn jetzt diese... Check ich nicht. Ist das eine Magie? Nee. Und wie lerne ich jetzt die Feindestechnik? Automatisch, oder was? Du musst von dem Skill getroffen werden. Du musst getroffen werden von der Fähigkeit, während die Person die Materie dreht. Okay. Ja, egal. Die kommen bestimmt auch wieder. Eben sagt er noch, hoffentlich kommen die kommen bestimmt nicht mehr wieder. Jetzt sagt er, da sind sie schon wieder, siehst du? Okay, Barret, dann lass dich mal treffen, Junge. Komm, schlag mich. Schlag mich. So, habe ich es jetzt gelernt? Achso, das ist ja einfach nur der Schlag. Das ist wahrscheinlich noch nicht die erlernbare Fähigkeit. Na, ich balle einfach mal drauf los. Das wird schon irgendwann passieren, ne? Okay. Viel Erfolg! Übernimm du. Wurde schon angegriffen. Ich nehme auf. Nichts hält uns auf. Zumindest dich nicht. Ist die dann für immer gelernt oder ist es dann nur die? Und dann, also, kann man dann am Ende da 300 Techniken mit einer Materie haben? Das kann ja auch nicht sein. Oder wird immer nur eine gespeichert? Die letzte, sozusagen. Ich verstehe das nicht. Nur keine Zurückhaltung. War vielleicht ein bisschen sehr offensiv. Ich habe auch richtig gut reingedonkt. Los, gib alles! Hat aber Bock gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich so krass gespielt habe. Aber Cloud hat dauernd dreifach Attack rausgehauen. Deshalb sind die beiden auch so schnell kaputt gegangen. Und er auch. Just saying. Ich glaube, ich habe was übersehen, oder? Warte mal. Da...
Achso, übrigens könnte ich doch eigentlich mal gucken. Barrett hat doch jetzt die Waffe komplett gelernt. Und ich könnte jetzt hier rüber gehen. Zack. Dann haben wir sogar noch eine Materie. Na komm. Plattenschutzreif, okay. Das war der, den man auch kaufen konnte für gegen physischen Schaden. Brauche ich mir gar nicht angucken. Weiß ich, was es ist. Weiter geht's. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, der Typ. Schockfalle, seht ihr es? Ein Äther. Naja. Na gut, wenn du meinst. Old Nasen Delsen will Snelsen. Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Fällt mir gerade mal ein. Nochmal ein überarbeitetes und ja, ich weiß, es gibt 1 Million Mods und so auf dem PC, aber nochmal so ein richtig geiles Remake von Morrowind. Wie geil wäre das denn eigentlich? So richtig, aber liebevoll. Nicht so ein Bethesda Cash Grab, sondern so, wo man weiß, was für ein geiles Spiel es ist. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ach, guck mal, jetzt hat er das Neue gelernt. Nee, das ist die andere Waffe, okay. Thank you.
unsere Chance. Ja, mal los. Es ist noch nicht vorbei. Huiuiuiuiui. Morrowind war geil, Leute. Morrowind war wirklich geil. Da lasse ich nichts drauf kommen. Morrowind war geil, aber naja. Ich will auch nicht wieder den Hate auf mich ziehen, aber Skyrim war eine Enttäuschung. Ich habe es zwar auch komplett durchgespielt, aber unterm Strich war es eine Enttäuschung. Das letzte geile Bethesda-Spiel war meiner Meinung nach... Fallout 3, obwohl ich das auch nicht durchgespielt habe. Aber eigentlich war Fallout 3 das Geilste. Doch, Fallout 3, nee, warte mal. Fallout 3 habe ich durchgespielt. Fallout Las Vegas. New Vegas war geil. Das war aber von Obsidian. Fallout 4 war das letzte Fallout, ne? Und dann kam Fallout... World. Leck mich am Arsch. Ich bin ein Cash Grab. Fallout 3 und Fallout New Vegas waren die letzten geilen Bethesda-Spiele. Also im Rollenspiel. Ninja Fuchs, was ist an Skyrim enttäuschend? Alter, wo soll ich anfangen? Beim Kampfsystem, bei den langweiligen, aus dem Editor copy and pasteten NPCs, bei der Welt, die total inkohärent aufgebaut ist. Scheißegal ist, ob du im Norden der Map oder im Süden gehst, weil überall die gleichen generischen Dungeons und Items zu finden sind, weil die Mobs mitleveln, die billigen Fetch-Quests, die teilweise, zumindest auf Konsole damals, unterirdischen Texturen, das Kampfsystem, habe ich schon gesagt, aber es ist wirklich einfach so scheiße. Tausende Bugs und Glitches. Super nervige andere Sachen, so eine Mischung aus Skyrim und nicht Dragon Quest, na, wie heißt, helft mir, Dragon, ach scheiße, ich muss mich heilen, Dragon Age, genau, danke AFK Jason. Eine Mischung aus den beiden Spielen. Dragon Age hat mir wesentlich mehr Bock gemacht als Skyrim, auch wenn das auch nicht perfekt war. Leider auch viel generischer Kram so. Aber es ist halt auch ein bisschen einfach der Fluch von so Open-World-Spielen. Dass das alles so ein bisschen... Da wird halt einfach eine große Map wie mit so Stempeln gefüllt. Warten wir mal ab, wie FromSoft es macht. Das ist wirklich meine letzte Hoffnung. Wenn FromSoft mit Elden Ring es auch nicht hinbekommt, eine geile Open World hinzukriegen, dann glaube ich, geht's nicht. Wenn die es nicht hinkriegen, dann kriegt es niemand hin. Ich meine, Breath of the Wild war schon auch sehr geil, hat aber auch Sachen, dass mit den Waffen, dass die nach 10 Schlägen alle kaputt sind, einfach kompletter Bullshit meiner Meinung nach. Dass es nur 4 richtige Dungeons gab, dass alles so dann auch in diesem Cyber-Robo-Look war, hat mir auch nicht gefallen. Ist trotzdem Jammern auf hohem Niveau, da kann man schon locker 200 Stunden reinballern. Das Spiel ist schon geil, aber man muss sich auch ein bisschen, man hat hohe Ansprüche heutzutage. Ne? Weimar! Du lebst! Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Wir brauchen alle, die noch anpacken können. Hast du deine Freunde gefunden? Erstmal rutschen, Leute. Ah, die Rutsche ist geschlossen. Die Rutsche ist geschlossen!
Weg mit den Pommes vom Beckenrand. Die Rutsche wird geschlossen sonst. Witcher 3 habe ich bislang immer noch nicht gespielt, ne. Also angefangen, so 2-3 Stunden. Problem ist, dass ich einfach mit dem Kampfsystem nicht warm geworden bin. Ich wollte es immer mal wieder zocken. Ich hab's hier, Leute. Ich hab's auf der Liste. Und ich weiß, wie es alle lieben. Ich habe ja sogar Witcher 2 sogar, ne, nicht durch, aber die Hälfte, würde ich sagen, gezockt. Wer weiß, was kommt. Und irgendwie habe ich auch ein bisschen Bock drauf, aber irgendwie auch nicht. Ich habe eigentlich mehr Bock auf Cyberpunk, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht muss ich wirklich einfach mich mal in Witcher 3 reinfuchsen. Ja. Ich weiß, das ist jetzt für viele von euch eine Enttäuschung, dass ich Witcher nicht gespielt habe. Aber habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass ich Witcher nicht gespielt habe. Auf der anderen Seite ist es ja auch geil, wenn man geile Spiele noch irgendwie hat, die man noch nachholen muss. Willst du noch etwas holen? Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sieh dich um. Aber ich bin halt auch einfach nicht so der Mega-Fan von Open-World-Spielen. Ich habe so oft versucht und irgendwie klappt es einfach nicht. Es ist schwierig. It's complicated. Oh, eine neue Waffe? Knallprotz. Ein Gewehr mit durchschlagendem Kaliber, der heimlich auf dem Schwarzmarkt in den Slums gehandelt wird. Hello. So, dann haben wir hier Gothic-Reif. Haben wir schon Armreif des Magiers oder Zauberreif? Das ist ja natürlich hier die Frage mit 53. Achso, das ist der einfach nur mit den... Okay. Amulett aus alter Zeit, Willenskraft. Blablablub. Gut. Viel Glück. Okay, wie weit ist denn Barretto mit seinem Skill hier? Avalanche Credo. Barrett gibt vorübergehend eigene TP an Gruppenmitglieder ab, die Schaden erleiden. Ist eigentlich auch ein ziemlicher Schrottskill, oder? Ich meine, ich heile ja eh, wenn einer low ist. Mich jetzt darauf verlassen, darf ein Balken von ihm zu nehmen, macht mich jetzt nicht an. Da nehme ich doch lieber den Knallprotz, der hat nämlich einen Skill, der heißt maximale Wut und damit kann ich mich durchaus identifizieren. Wandelt alle vollgeladenen ATB-Einheiten in einen vernichtenden Kugelhagel um. Ja, da sage ich doch mal Hallo zum Knallprotz und den leveln wir auch gleich mal hier auf. Mal gucken, was da so geht. Vielleicht mal ja wirklich mal ein Let's Play von Witcher auf dem Sender. Wir haben das schon oft überlegt, aber wir haben es dann am Ende nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das Spiel ist so lange, das würde sich so viele Wochen ziehen und was ist, wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich es wieder abbrechen und so. Und man sieht ja auch, dass meine Let's Plays jetzt auch nicht der Quotenrenner sind hier an Final Fantasy und eventuell ist es dann bei The Witcher, als so alt ist, noch extremer. Dann schimpfe ich über das Spiel, weil mir was nicht gefällt, dann sind die Leute sauer, dass ich ihr Lieblingsspiel nicht mag. Ach, ihr seht. It's not easy. Hier sind nur TP-Maximums. Was haben wir hier? Bei hoher TP, physische Attacke plus 5. Magische Abwehr. Man kann ihn hier quasi so richtig regeneriert bei Erleiden von großem Schaden MP. Man kann ihn hier so richtig zu einem Tank machen, so wie ich das sehe. Das finde ich nicht schlecht.
So, wenn ich da noch rausgehe und wieder rein, müsste doch dann noch ein Planet erscheinen eigentlich, oder? Nicht? Hat er nur zwei Planeten? Na, doch nicht. Bei hohen TP, bei niedrigen TP magische Abwehr. Komm. So. Modifikationsmodus. Hä? Seit wann gibt's denn sowas? Automatisch. Ach so, nee, das ist nur die Freischaltung. Ich dachte schon, es gibt KI. Nee, das ist ja klar. Das mache ich alles selbst. Materia. Eine haben wir noch. Einen habe ich noch. Was habe ich denn? Natsu, Ede, du musst einfach sympathischer werden. Ja, sympathisch habe ich ja schon mal gesagt, habe ich schon lange hinter mir gelassen. Sympathisch ist was für junge Menschen. Wenigstens lebe ich noch. Ich muss mich jetzt die noch Freunde suchen. Oder den Partner fürs Leben. Die Sorgen hören nicht auf. So, durch. Ja. God of War mit den Walküren, mit Ede. Hä? God of War habe ich doch schon längst durch. Das fand ich übrigens richtig geil. Das ist eines der Spiele der ganzen Generation, der PlayStation 4. Eines der besten PlayStation 4 Spiele meiner Meinung nach. Wenn nicht sogar das Beste. Nee, Quatsch, da gibt es ja noch die ganzen FromSoft Spiele. Aber es ist up there mit den FromSoft-Spielen. Ist ja auch, man hat ja auch die Einflüsse durchaus gespürt, aber das fand ich richtig geil. God of War, alter Schwede, ein neues God of War auf PlayStation 5, holy shit. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber das fand ich richtig nice. Up here. Außer im Endgame hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen geilere Sachen als diesen komischen Nebel-Dungeon oder wie der da hieß. So, da hätte man vielleicht noch noch ein bisschen mehr Abwechslung. Es hat sich am Ende auch jetzt hier wieder ein bisschen gemotze, aber wirklich auf allerhöchstem Niveau haben sich so manche Sachen auch wieder so ein bisschen generisch angefühlt. Aber das ist halt Open-World-Kram, ne? Mach 10 Walküren, sammel 10 von denen, 8 Steintafeln, 5 Brieftauben. Aber darüber hinaus war das schon das hat richtig Bock gemacht, einfach nur. Nur noch ein bisschen. Da vorne ist schon Sektor 6. Und was ist mit Mama? Das Haus, das Geld. Unser ganzes Leben ist in Sektor 7. Aber wenigstens leben wir noch. Weil du ja auch immer sagst, du würdest nicht auf dem Sender spielen, würdest du anders spielen. Oschikowski, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Achso, nimm es auf da oben und mach's nicht live. Ja. Ich bin halt auch nicht so der Let's Player, Leute. Also es macht mir schon Bock und ich zock auch gerne, aber ich zock jetzt auch nicht so gerne on air wie Simon zum Beispiel, der das auch viel besser kann, meiner Meinung nach. Wer schon ein bisschen länger so zuguckt, weiß, dass ich auch schon bei Giga eigentlich eher immer Stuss gelabert habe, während Hannes oder Felix inhaltlich sinnvolle Sachen abgegeben haben. Es ist einfach irgendwie. Und wenn ich ein Spiel wirklich, wirklich, wirklich geil finde, dann möchte ich eigentlich das alleine spielen.
dann möchte ich da nicht noch dabei labern müssen oder mich rechtfertigen, warum ich gerade beim Boss verrecke oder warum ich was falsch verstehe oder warum ich 10-mal in die eine Ecke laufe oder so. Wenn man Let's Playt, dann ist es eben einfach nochmal eine andere Form von Spielen. Man spielt dann ja eben nicht nur für sich. Auch wenn es immer heißt, mach doch so. Wenn ich so mache, wie ich es für mich machen würde, würde kein Mensch mehr zugucken. Dann würde ich alleine schon, weil ich einfach nicht reden würde. Auf drei. Eins, zwei. Ich habe zum Beispiel ab und zu mal. Ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt im Chat dabei ist, der das mal gesehen hat. Ich habe mal ganz selten früher bei Dark Souls 3, das habe ich einfach mal den Stream angemacht, habe dafür keine Werbung gemacht. Also auf meinem Twitch-Kanal, der eigentlich inaktiv ist. Ich weiß ehrlich auch gesagt auch gar nicht, woher die Leute das wussten. Da hatte ich so 70, 80 Zuschauer. Was habt ihr jetzt vor? Ich habe nicht mal Mike oder nicht mal das Mike oder die Kamera angehabt, sondern ich habe einfach nur gezockt und die Leute konnten zugucken. Und manchmal war ich vielleicht gar nicht am Pad, weil ich zwischenzeitlich was essen war oder so. Aber es war mir auch egal, weil es einfach auch nur 70 Zuschauer waren oder 30 oder 40 oder was auch immer. Und dann ist es mir auch egal, aber zuerst zur Bar und dann sehen wir weiter. Bei einem Let's Play muss man sich ja schon ein bisschen Mühe geben. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ist da jemand? Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass Marlene wohl auf ist. Ich sehe immer so aus. So, ich finde übrigens jetzt bei Final Fantasy Remake, also bei Final Fantasy 7 ist man so, glaube ich, ich weiß nicht mehr, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, also waren es so 5 Stunden oder 6 Stunden vielleicht, die man in Midgar verbracht hat und dann öffnet sich ja so ein bisschen die Welt und es kommen neue Locations und so weiter. Und ich finde, man merkt jetzt, auch wenn das natürlich hier alles sehr intensiv und storytechnisch gut inszeniert ist, so langsam kann ich jetzt hier die Platte und den Reaktor auch nicht mehr sehen. Ich hätte jetzt auch Bock hier mal die Welt zu erforschen oder rauszugehen und so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Setting, so lauter Schrott und Wellblechhütten und Neonlichter oder Lichter im Dunkeln. Man hat es jetzt halt schon auch seit 30 Stunden gesehen. Mal so gespannt, wann hier die zweite Episode kommt. Ich meine, die können jetzt nicht alle 5 Jahre eine Episode rausbringen, oder? Das ist doch auch irgendwie. Hinterher! Wie geil wäre das, wenn die so super surprise-mäßig, habe ich auch schon öfter gesagt, wenn so ein Publisher irgendwie sagt, so. Nächste Woche kommt übrigens Episode 8 raus. Was würde das für ein Hype auslösen, wenn du es schaffen könntest? Es ist wahrscheinlich unmöglich, aber so ein Mammutspiel komplett unter Verschluss zu halten und komplett zu releasen, ohne dass irgendjemand sozusagen das mitgekriegt hat. Und dann ist es einfach da. Bam. Ich weiß, die Leute sagen, nein, du musst einen Hype aufbauen und Marketing. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, du kannst auch auf verschiedene Art und Weise einen Hype machen. Zum Beispiel einfach, weil jeder darüber reden würde, wie krass es ist, wenn es einfach da ist. Das wäre quasi wie so ein viraler Hype. Wenn jetzt einfach es heißt, ah übrigens, morgen um 15 Uhr kommt Half-Life 3 raus. Das würde so heutzutage im Social-Media-Zeitalter, das würde so die Runde machen. Da brauchst du wahrscheinlich nicht 1 Euro Marketingkosten zahlen, wenn du so einen fertigen Blockbuster plötzlich rausschüttelst. Aber das kann ich natürlich nicht beweisen. Und da Millionen auf dem Spiel stehen. Apex, ja, Apex war jetzt natürlich so ein Überraschungshit. Allerdings hatte man den ja jetzt auch nicht unbedingt, also
Da hat man ja nicht so wirklich drauf gewartet, meine ich jetzt, ne? Aber. Aber ist schon ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ja, also es müssen natürlich schon, es muss schon wahrscheinlich ein Titel sein, der den Leuten was sagt. Wenn du jetzt irgendwie eine neue IP rausbringst, die keiner kennt, glaube ich, würde das auch nicht funktionieren. Wenn während der Steuerung von Barrett ein Fadenkreuz eingeblendet wird, gibt es in der Umgebung ein Hindernis, visiere das Hindernis an. Aha, zerstöre es dann mit Viereck. Hat Barrett eine Nahkampfwaffe ausgerüstet? Okay. Wenn es keinen Weg gibt, dann schaffe ich mir einen. Plötzlich geht's. Mehr kaputt machen. Das ist ja geil. Ich kann nicht mehr aufhören zu ballern. Na gut. Erfahrungspunkte für diese kleinen Kackviecher. Nicht schlecht. Ja, gar nicht so wenig. Jetzt habe ich so viel gelabert über andere Sachen, dass ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, was mit den anderen passiert ist. Wir können ja mal gerade gucken, wie viel Uhr ist denn überhaupt? Ich muss, glaube ich, auch, naja, 20 Minütchen noch. Dann ist ja, glaube ich, heute ist Assassin's Creed Valhalla Trailer. Okay. Egal. Guckt mal hier, die ganzen Kisten. Geil. Alter Schwede. Das macht ja mega Bock. Das ist ein bisschen übertrieben. Obwohl, ist ja wurscht eigentlich. Wir wollen den Skill ja hochleveln. Alter, ich muss die ganzen Kisten zerstören, ist doch klar. Hier gibt's Gratis-Items. Das ist ja mega. Nee, nicht noch. Eine Etage runter, da. Die. Ah, die sind schon kaputt, ne? Das liebe ich ja. Die 12. Es ist nur ein bisschen dumm zu steuern. Ich weiß gar nicht, ob ist das wirklich so geplant? Wahrscheinlich schon. Sonst hätten die Programmierer da ja keine Items da reingepackt. Die haben sich überlegt, ich weiß genau, was der Gedanke dahinter ist. Barrett war bislang einfach nur ein Spacko. Das ganze Spiel über war er eigentlich ein Depp. Entweder er war unhöflich, aggressiv oder eine dumme Heulsuse. Auf jeden Fall hat er eigentlich fast nur genervt. Und im Kampf war er jetzt auch okay, aber auch nicht mega geil. Und jetzt haben sie ihm endlich mal hier einen geilen Gatling-Arm gegeben. Und mal was, was nur er kann. Was ein bisschen Bock macht. Und damit man ihn auch ein bisschen lieb gewinnt so langsam. Da ist noch eine Kiste.
Und ich muss sagen, es klappt. Nach der 100. Kiste. Okay. Nein, 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 nicht drehen. Hier geht's offensichtlich weiter. Wie haben die den Bau hier unten geheim gehalten? Geh wieder zurück. Wir haben noch Kisten vor uns. Okay, es sind aber auch echt viele Kisten, ne? Kann die da oben nicht so richtig anvisieren? Was ein bisschen schade ist. Leute, diese eine Kiste. Der kriegt mich nie. Ich krieg sie nicht kaputt, seht ihr es? Die Schüsse gehen außen rum. Diese eine scheiß Kiste, das gibt's doch nicht. Alter! Ist die schon kaputt? Ja, okay, die ist schon kaputt. Deshalb geht's nicht. Das ist aber auch kameratechnisch hier. Okay, der visiert die doch automatisch an, glaube ich, ne? 2000 Jill oder Gill? Gill, Gill. Das ist ja mega, diese Attacke ist wirklich krass. So langsam macht der Bock, der Barrett. Ich glaube, man unterschätzt auch ein bisschen dadurch, dass das so kleine Zahlen sind, die da dauernd hochjumpen, wie viel Damage das eigentlich ist, die der da austeilt, oder? Mal hier, bam, 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 der pummelt die, das ist richtig viel Damage, was er da macht. Und maximale Wut schon gelernt. Richtig geil. Kann er jetzt immer benutzen. Hammer. DX Blackfire schreibt, Eddie, hast du Bock auf Biomutant? Was ist Biomutant? Ich hab's irgendwo schon mal gehört. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Oh, da war es aber gerade laut. Da, 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 da.
Wieso hab ich... Achso. Auf Dings bin ich mal gespannt hier. Ghosts of Tsushima, Tsushima oder wie das heißt. Ich meine, so nach Nioh und Sekiro kann man natürlich schon fragen, ob man noch ein drittes, weiteres Samurai-Spiel braucht. Aber so, was man in den Trailern gesehen hat, war schon geil. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein besseres Kampfsystem als Sekiro hat. Weil Sekiro einfach eigentlich das beste Kampfsystem, das ich je in einem Third-Person-Spiel gespielt habe. Aber vielleicht hat es trotzdem ein geiles Kampfsystem. Und darüber hinaus noch andere Sachen, die Sekiro nicht hat. Ich weiß es nicht. RPG-Elemente oder sowas. Ich weiß ja überhaupt nichts über das Spiel, aber... Ist auch geil, dass er diesen maximale Wut aufteilt. Wenn ein Gegner down ist, dann nimmt er das Geballer und ballert auf den anderen Gegner weiter. Das ist echt ganz geil. Nioh 2 habe ich hier habe ich noch nicht angefangen, also ich habe das Tutorial gespielt, aber ich bin so ein bisschen skeptisch, weil alle sagen, es ist wieder so schwer und ich habe ehrlich gesagt nach Sekiro jetzt nicht wieder Bock auf ein Frustgame. Und ich habe Nioh 1, ja, habe ich am Anfang sehr gesuchtet, bestimmt so, ja, 20 Stunden oder so, ja, vielleicht nicht ganz, 15, schon sehr gesuchtet, aber dann auch irgendwie die Motivation verloren. Hat mir so ein bisschen die zusammenhängende Welt hat mir gefehlt einerseits. Ich fand das Gegnerdesign ein bisschen langweilig nach einer Zeit und mir war es zu viel Item-Management. So dieses ganze Loot, was man dann da gekriegt hat und du hast ja teilweise stundenlang was am Aussortieren in deinen Menüs und so im Verkaufen und alles. Das hat mich so ein bisschen aus dem Flow gerissen. Da wäre vielleicht weniger mehr gewesen. Da fand ich auch ein bisschen schade, dass das sich jetzt in Nioh 2 sozusagen nicht wirklich geändert hat. Aber eigentlich ist es schon geil. Also es spielt sich überragend eigentlich. Es hat auch ein richtig geiles Kampfsystem. Na? Hört ihr eigentlich der Einzige, der hier dieses Gebrüll hört? Okay, gehen wir erst nochmal in die andere Richtung abchecken. Seht ihr, da war noch eine Mokri. Alter Schwede, was für ein Vieh wartet da auf mich? Wo denn? Da. Mehr Kisten. Hier auch noch. Guck mal hier, Leute, wie viele Kisten, ey. Jetzt
zeige ich mich von meiner besten Seite. Sehr schön. Ich muss den auch mal heilen, sehe ich gerade. Also ich muss sagen, die Supertränke sind mittlerweile auch schon nicht mehr up to date. Mehr Kisten. Speichere mal ab. Ich glaube zwar, da kommt eine Bank, also alles andere wäre ja sehr komisch, aber man weiß ja nie. Manchmal sind Spiele komisch. Fässer und Kisten. Tifa! Hey, was Tifa? Geht denn hier? Alles okay? Heißt das, ich kann hier nicht durch oder was? Doch. Das Fledermäuse? Ist das eine Insektenshow oder was? Das ist überhaupt was, was ich hier mache? Naja, so wirklich versuchen ist jetzt auch nicht mehr, weil die Zeit rum ist. Ah, guck mal hier. Oh oh. Oh, das sind so kleine Flugelefanten oder was war das? Lass die Leiter runter! Tifa! Wo ist Klaus? Keine Ahnung. Naja, der Junge kommt schon allein zurück. Machen wir hier klar Schiff. Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay, dann auf zu Wedge. Schnell. So Leute, hier wird abgespeichert. Because of the time. You know what I mean? The time. It's over. It's over. Also, es hat aber Spaß gemacht heute, Leute. Das können wir ja mal wieder machen. Jetzt ist aber erstmal langes Wochenende. Am Samstag übrigens könnt ihr mich nochmal sehen. Da bin ich hier bei einem Schachturnier. Okay? Kommentiere hier mit Jan, der auch schon mal bei uns war. Der Schachgroßmeister, ihr erinnert euch vielleicht. Ein Schachturnier an seiner Seite von 16 bis 18 Uhr. Und da ist, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich sag nochmal. Das ist das Halbfinale eines großen Schachturniers mit 6 der besten Schachspieler der Welt. Wir streamen das bei uns auf dem Sender und da ist zum Beispiel auch Magnus Carlsen, Weltranglistenplatz 1 im Schach, ist dabei. Und ich kommentiere das. Das wird auf jeden Fall mega. Leute, ohne Scheiß, wie geil ist das? Erstens mal, das ist einfach ein krasses Event. Den besten Schachspieler der Welt mal live bei uns auf dem Sender zu haben. Und dann Jan ist halt auch super. Der kann euch das super erklären, falls ihr keine Ahnung von Schach habt. Ist ein Typ, der das mega cool rüberbringt und so.
Und ich freue mich da sehr. Also wir werden das am Samstag machen, um 16 Uhr hier auf dem Sender. Jetzt ist erstmal Feiertag für mich. Heute Abend gibt es Kino Plus, da bin ich allerdings nicht dabei. Aber ich glaube, Steven ist wieder am Start, also schaltet ein. Und ich sag mal, bis dahin. Schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Samstag oder nächste Woche. Danke fürs Einschalten und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze Welt des